1000 Kilometer rein elektrisch fahren? An nur einem Tag? Das geht doch gar nicht. 18 Fahrzeuge, 7 mobile Kamerateams und vor allem viele tolle Menschen traten den Beweis an, um diese These zu widerlegen. Wir von Electric Drive haben Hersteller eingeladen, sich mit uns auf die Reise zu begeben. Und viele sind der Einladung gefolgt. Besser noch, sie kamen nicht allein, sondern mit prominenter Unterstützung. Unter ihnen Schauspielerinnen und Schauspieler wie Gesine Zukrowski, Hannes Jänicke, Edin Hasanovic, Len Kudriawicki, der Sänger Vincent Weiss, die Rennfahrerin Laura Marie Geißler, Rennsport-Ikone Isolde Holderit und Le Mans-Gewinner Jörg Bergmeister, der es unseren Kamerateams nicht einfach machen sollte, ihn einzufangen. Wir haben uns ganz bewusst für die Strecke Berlin-Bielefeld-München entschieden, da durch den kleinen Umweg über Bielefeld die Strecke von 1000 Kilometern nicht mehr unterboten werden konnte. Ich war einer der echt, glaube ich, der wirklich der Pioniere, die das gewagt haben, und kann nur sagen, nach 8 Jahren Erfahrung in den Städten geht das ganz gut. Sobald man die Stadt verlässt, ist man Abenteurer. Nein, ich habe keine Erfahrung mit dem Elektroauto. Morgen ist das erste Mal, dass ich im Enyaq sitzen werde, dass ich überhaupt im Elektroauto sitzen werde. Und ich bin ein bisschen aufgeregt. Wobei ich glaube, das wird jetzt gar nicht, ich weiß nicht, ob das so eine große, ich lasse mich wirklich auf dieses Abenteuer ein. Ich bin gespannt. Also die weiteste und schönste Strecke bisher, Berlin-Kroatien mit einem Elektroauto, mit einem Kona. Es war großartig, weil ich gemerkt habe, dass in Europa es wirklich möglich ist, mit einem Elektroauto, also mit einem puren Elektroauto, vorwärts zu kommen, und das ziemlich schnell und das ziemlich entspannt, weil es überall Ladesäulen gibt. Zwei Dinge: Wir brauchen eine bessere Ladeinfrastruktur und wir brauchen eine echte Energiewende. Weil wenn wir unsere Stromautos mit Kohle und Atomkraft laden, haben wir, glaube ich, das Ziel brutal verfehlt. Das heißt, wir müssen ja noch mehr Kohle verfeuern, noch mehr Atomstrom produzieren. Das heißt, wir brauchen eine richtig konsequente Energie wieder hin zum Wind, hin zur Sonne, hin zur Biomasse, zur Osmose, was immer es an Technologien gibt, da gibt es ja sehr viel. Auch Elektromobilitätsfan Jürgen Vogel ließ es sich nicht nehmen, vorbeizuschauen. Natürlich stilecht per Elektroroller. Man darf auch nicht zu ordentlich kleben. Du musst ein bisschen drüber sein, ne? Über andere Sachen, dann ist es cool. Also mittlerweile ist es so, dass ich in der Stadt entweder eben den I-Pace fahre, weil ich das in der Stadt perfekt finde. Also auch durch das Bremsen und die Rückgewinnung der Energie sozusagen hast du halt eine große Kilometerlaufleistung. Also du kannst halt 400, 450 Kilometer in der Stadt locker mit dem I-Pace, wenn du es gut anstellst, auch 500 Kilometer. Aber ansonsten finde ich das sehr, sehr gut. Und manchmal ist es aber so, je nach Verkehr in Berlin, in Großstadt, so alles, was so gegen 16 Uhr ist, eigentlich nur mit dem Elektroroller, weil du kommst halt besser durch. Das ist einfach so. Es ist ja ein Teil von unserem Leben. Ich meine, was wäre das alles, was du tust ohne Familie, wenn du das nur für dich alleine machst? So. Und deswegen ist auch der Gedanke, zum Beispiel jetzt auch Elektroautos zu fahren oder Roller oder was auch immer, das ist ja auch ein zukunftsperspektivischer Gedanke, dass man sagt, was kann ich schaffen, was vielleicht über lange Zeit nachhaltiger ist als das, was wir vorher gemacht haben. Unterstützt wird die ED1000 von vielen renommierten Partnern wie ABB, Motorola, Solectric, Shell Recharge, Ubitricity und Vitesco Technologies. Um die Fahrzeuge auch während der Fahrt tracken zu können, haben wir bei der ED1000 den Technologiepartner Wimcar ins Elektroauto geholt. Verantwortlich für die Sicherheit der Fahrzeuge war Deutschlands größte Nummer 1 Meisterwerkstatt ATU. Der Reifendruck und die Profiltiefe wurden gecheckt, die Bremsen kontrolliert und alle teilnehmenden Fahrzeuge wurden vor dem Start einer allgemeinen Sicherheitskontrolle unterzogen. Apropos Sicherheit. Alle Teilnehmer der ED1000 wurden, unabhängig davon, ob sie bereits geimpft oder genesen waren, vor der Veranstaltung auf Covid getestet. 3 Fahrzeuge, nämlich der Porsche Taycan, der Kia EV6 und der Hyundai Ioniq 5, basieren auf 800-Volt-Technologie, was einen Vorteil beim Laden gegenüber der üblichen 400-Volt-Systemspannung sein könnte. Was wird am Ende des Marathons entscheidend sein? Technologie oder Taktik? Dadurch, dass ich viel Langstrecke unterwegs bin, momentan beruflich, also zu den Drehorten eigentlich immer mit dem Auto hin und her fahre, aufgrund von Corona, war das für mich jetzt nicht so die Option. Umso neugieriger bin ich morgen mit den 1000 Kilometern,
was das wirklich bedeutet, also wie viel Zeit das braucht. Also ich bin wirklich super, super gespannt. Und letzten Endes ist es auch egal, wie ich es dann am Ende finde, weil das ist unsere Zukunft. Ich teste ja hauptberuflich Autos. Somit bin ich es auch gewohnt, mit Elektroautos lange Strecken zu fahren. Da muss man sich ein bisschen besser organisieren. Aber ich finde, gerade im letzten Jahr ist noch mal so ein richtiger Sprung passiert. Es sind mehr Ladesäulen da. Im Prinzip kannst du fast überall mittlerweile rausfahren und Strom fassen. Von daher, ich sehe da kein Problem. Anstrengend ist Stromfahren nicht. Es ist leise, der Musikgenuss ist sehr viel schöner als in einem Verbrenner. Insofern, ich bin seit 8 Jahren begeisterter E-Autofahrer. Also 1000 Kilometer sind natürlich schon eine lange Strecke und das in Verbindung mit dem Elektroauto ist natürlich eine ganz neue Erfahrung. Also wir werden sehen, wie es wird. Aber ich bin hoffnungsvoll und ich hoffe, dass alles gut läuft und ich habe mir auch schon eine Strategie zu überlegt. Nachdem sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihren Fahrzeugen vertraut gemacht hatten, haben wir den Abend gemütlich gemeinsam im The Court ausklingen lassen. Allerdings nicht zu lange, denn am Sonntag ging es für einige bereits um 6 Uhr los. Geschlafen, gut gefrühstückt und total freudestrahlend, die wir jetzt losfahren. Wir haben jetzt mal so ausgemacht, wir fahren so gut 200 bis 240 Hälfte. Kilometer. Ehemalige Grenze, da gibt es eine 50 kW, da die peilen wir jetzt mal. Ja, also wir hatten ein bisschen Probleme beim Laden über die Nacht, wir sind bei 84%, aber wir haben eine sehr gute Taktik, würde ich mal sagen. Na, ich fahre meistens selber mit dem Auto meine ganzen Konzerttermine ab und das sind so 80.000 bis 100.000 Kilometer im Jahr, die ich selber im Auto sitze und selber fahre. Von daher sind heute 1.000 mehr oder 1.000 weniger. Also bisher habe ich ein Stück 900 Kilometer mit dem Elektroauto geschafft. So 100 Kilometer mehr sollten auch machbar sein. Ich freue mich, ich habe mich gestern daran erinnert, wo ich nochmal nachgedacht habe. Ich bin ja bei der Rallye Monte Carlo auch immer von Bad Homburg nach Monte Carlo gefahren. Es waren auch immer genau 1000 Kilometer, also ich freue mich. Wir machen diese lange Strecke das erste Mal, sind auch relative Anfänger in elektrifizierten Fahren, aber hoffen einfach mal, dass es gut zu schaffen ist. Wir haben alle Fahrzeuge nochmal mit unserem Sicherheitscheck geprüft. Das heißt, Reifenluftdruck, Profiltiefe, die Bremsen begutachtet, alles, was man per Sichtprüfung machen kann, damit unsere Fahrer sicher ans Ziel kommen. Ich habe mir ein bisschen was vorbereitet. Heute ist natürlich schwierig, weil die Ladeinfrastruktur ist so, wenn 18 Autos von A nach B fahren wollen und die gleiche Strecke fahren und zeitlich nah beieinander liegen, da kann es schon noch mal Ladestau geben. Deswegen ist es heute dahingehend schwierig, dass wir halt ein unnormales Nutzerverhalten haben und dass man auch einen Plan B braucht und nicht auf der letzten Rille fahren darf. Wir werden sehr effizient fahren, werden darauf achten, dass wir gut durchkommen. Und dann haben wir auch schon den ersten Spot, wo wir nachher aufladen werden und gefühlvoll mit dem Fuß umgehen. Wir haben eine gute Strategie, die wir erstmal für uns behalten, weil ihr erzählt bestimmt irgendwelchen anderen Leuten. Ja, ich glaube, ich werde ein bisschen zügeln müssen, aber dementsprechend werden wir es trotzdem noch schnell ans Ziel schaffen, denke ich. Schneller wie die anderen. Definitiv. Zwischen 20% und 50% lädt er am schnellsten. Mal gucken, entweder machen wir mit ganz vielen kurzen Stints, dass wir immer nur 30% dazuladen, 100 Kilometer fahren und dann die nächste aufsuchen. Ich will rechtzeitig anfangen zu laden, sonst fängt man irgendwann an zu schwitzen, wenn die Uhr irgendwie anzeigt, noch 50 Restkilometer und du findest noch keine Schnellladestation auf der Strecke. Deswegen, ich fange mal so an, bei 150 Kilometern mal zu schauen, wo ist denn die nächste Station, die man gut anpassen kann, mit dem Kaffee verbunden, mit dem Essen verbunden und dann ja, rechtzeitig ausschalten. Also ich fahre heute das erste Mal ein Elektroauto und das noch Langstrecke. Also dementsprechend mussten wir uns eine Strategie überlegen. Und die heißt eigentlich, dass wir probieren, möglichst langsam und effizient zu fahren. Also wir bleiben immer unterm Radar von ungefähr 115 km/h. Die anderen Teams fahren schneller, die gehen auf 135 ungefähr hoch. Und wir probieren dadurch, möglichst wenig Tankstopps zu haben, weil die kosten uns halt immer recht viel Zeit. Ja, es kommt natürlich immer ein bisschen auf die Fahrweise an. Beim Verbrenner hat man natürlich noch eine gewisse Flexibilität, weil das Tankstellennetz natürlich dementsprechend weiter ausgebaut ist. Aber die Fahrweise, muss ich sagen, bisher sehr entspannt und angenehm mit dem Auto zu fahren, weil man halt nicht nur Anschlag fährt, wie es sonst häufig bei mir der Fall ist.
Also macht wirklich Spaß, kann ich nicht anders sagen. Wir haben uns eine App gestern runtergeladen. Das war, glaube ich, erstmal so ganz klug, weil die das so ein bisschen vorberechnet, weil es ja nicht einfach, man geht nicht einfach hin, der Akku ist leer und man lädt auf 100% auf, sondern in einem bestimmten Moment ist es besonders gut zu laden und dann eben auch nicht ganz voll, und das kann diese App errechnen. Und bei den Ladestopps beachten wir, dass wir die volle Ladung am Anfang mitnehmen, bis die Batterie warm wird und dadurch so ein bisschen Ladekraft wieder rausgenommen wird. Also im Endeffekt schauen wir, dass wir so auf 80% laden, wo schnell lädt, und ab 80% lädt es langsamer. Und da wollen wir dann eigentlich das vermeiden und immer nur bis 80% Vollgas laden und dann weiterfahren und dann wieder bis 80% hochladen. Man muss Ladestationen finden per App, sehr umständlich, wo man schnell laden kann. Und dann ist es alles machbar. Aber es ist halt, man kann auch nicht mit Kreditkarten zahlen. Man kann ja als Benziner oder Verbrenner, Dieselfahrer, an jeder Tankstelle mit Kreditkarte bezahlen. Bei Stromanbietern brauchst du für jeden Anbieter eine eigene Karte, eine eigene App. Es ist also, die Logistik in Deutschland ist nach wie vor echt eine Herausforderung. Also ich fahre ja mit dem Elektroauto wirklich tatsächlich durch Europa. Egal wo ich drehe, versuche ich mit dem Elektroauto zu fahren. So auch in Kroatien oder in Ungarn habe ich dieses Jahr gedreht. Und ich bin die Drehorte dann mit dem Elektroauto gefahren. Da ist dann natürlich die Ladezeit sehr wichtig. Ich habe zwar keine Angst vor Langeweile, weil ich sehe das als kreativen Pool, wo viele schöne Ideen entstehen. Aber Ladezeit ist schon cool. Lieber in Bewegung zu sein, als irgendwo in der Pampa zu stehen und auf das Auto warten zu müssen. Wie gestaltete sich die Ladesituation auf unserer Marathonstrecke? Während einige Teams noch fuhren, hatten andere bereits den ersten Ladestopp eingelegt. Bisher ganz einfach. Wir sind entspannt losgefahren, kein Zeitdruck, sind entspannt über die Autobahn. Wir haben uns ein bisschen ausprobiert, welche Geschwindigkeit für uns passt, dass wir wirklich am effizientesten fahren. Haben jetzt hier einen kleinen Stop eingelegt, weil wir einfach einen Kaffee wollten, und haben dann gleichzeitig die Ladestation hier genutzt, um einfach noch mal ein bisschen den Akku zu speisen. Ich freue mich einfach total, dass ich diese Chance habe, das hier auszuprobieren, weil ich bin schon so ein typischer Gewohnheitsmensch, ja, und für mich war eigentlich so die Hürde immer, oh Gott, mit diesem Laden, wie geht das und wie kommt man klar, und ich bin es einfach wie alle anderen jetzt jahrzehntelang gewohnt, anders zu fahren. Und ich glaube, in dem Moment, wo ich lerne, das ist überhaupt nichts Schlimmes, ich teile mich einfach anders ein, kommt man damit auch super klar. Und deswegen bin ich super froh, weil ich eben so ein Gewohnheitstier bin, dass ich heute mal die Chance habe, meine Gewohnheit schon mal so ein bisschen umzuswitchen. Das ist hervorragend. Wir nehmen uns, als wären wir in den USA. Wir fahren konstant einfach 100. Das ist so die amerikanische Höchstgeschwindigkeit. Und sind jetzt hier zum Laden. Wir brauchen für eine Stunde, um vollzuladen. Und außer, dass es neblig ist, ist es eigentlich ein wunderschöner Tag und sehr geruhsam. Also, so far, so good. Ja, bisher läuft es wirklich super. Tolle Erfahrung. Jetzt der erste Tankstopp. Haben eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 145 gehabt. Laden jetzt mit 260 kW. Also, es geht gut vorwärts und können gleich schon wieder weiter. Ja, mein Gasfuß ist doch ein wenig schwerer. Hat wirklich Spaß gemacht. Topspeed zwischendrin knapp 240. Also, es läuft gut. Wir hatten gerade einen Stau auf Autobahn und den sind wir natürlich umfahren. Da ist es ganz gut gewesen. Also natürlich, das Navi hat es auch entdeckt, aber ich bin ortskundig hier. Ich bin in der Gegend oft rumgefahren. Da sind wir mal schnell drumherum gefahren und haben hier gleich noch die Ladestation mitgenommen. Ja, wir sind um 6 aufgestanden. Jetzt kommt erstmal eine Überdosis Koffein in Form eines Eimers Kaffee. Und dazu vielleicht ein Vollkorn-Käsebrötchen, wäre ganz schön. Und mal ein bisschen frühstücken, weil wir haben noch nichts im Magen. Und dann fahren wir weiter Richtung Bielefeld. Mit vollen Batterien ging es weiter Richtung Ziel. Doch womit haben sich unsere Fahrerinnen und Fahrer eigentlich die Zeit auf der Langstrecke vertrieben? Also wenn man so auf der Autobahn unterwegs ist und immer so das Gleiche sieht und so ein bisschen Wachmacher braucht, kann ich immer nur Balkan empfehlen. Balkanmucke macht einen wach und macht einen laut und groß und so und glücklich. Und das ist eigentlich die Mucke, die ich höre. Ich höre eine Mischung aus alten Songs und modernen Songs und meistens gehen sie ans Herz. Für mich ist ja erstmal so, dass, wenn ich ins Auto steige, ist für mich so der absolute Runterkommen-Ruhepol. Das sind meine eigenen vier Wände, weil ich bin beim Konzert immer von super vielen Menschen umgeben, Interviews, Meet and Greets, Autogramme, dann mache ich meistens erstmal die Tür zu und fahre die erste Stunde
meistens ohne, dass irgendwas läuft, dass man einmal kurz ein bisschen reflektieren kann und Revue passieren lassen kann, was eigentlich die letzte Zeit passiert ist oder den Tag über. Und dann geht es langsam los mit Musik, Podcast ab und zu. Ich telefoniere aber auch sehr viel, dass ich da meine ganzen so Gespräche und Termine meistens aufs Auto lege, weil ich da einfach dann Zeit habe, auch mal eine Stunde irgendwelche Geschäftstelefonate zu führen. Oder mal sich einfach bei der Mama zu melden, mit der zu quatschen. Ja, genau. Wir haben eine Spotify-Playlist, da haben wir schon reingehört. Aber ich habe schon angefangen, hier alle Systeme auszustellen, weil mein kleines Rennfahrergehen sagt mir natürlich erstmal alles ausmachen, was irgendwie Strom zieht. Also nicht mein Handy darf in diesem Auto geladen werden. Ja, wir sind schon recht zügig unterwegs, würde ich sagen. Wir hatten bis zum ersten Ladestopp eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 145. Dann kam leider ein relativ großer Stau zwischendurch, wo wir viel Zeit verloren haben. Aber wir fahren im Schnitt, denke ich mal so, wenn es frei ist, zwischen 180 und 200. Der erste Teil des Marathons ist geschafft. In Bielefeld legten alle Teams nach knapp 400 Kilometern einen Zwischenstopp ein, um sowohl die Batterien der Fahrzeuge als auch die eigenen aufzuladen. Hallo, hallo Bielefeld, hallo rätselhaftes Bielefeld in Ostwestfalen. Einer meiner Lieblingswörter, Ostwestfalen. Ich muss jetzt dringend laden, ich bin ziemlich leer. Wir haben hier eine 175 kW, das geht ja ratzfatz. Das ist nicht mein erstes Mal in Bielefeld, ich war schon ein paar Mal hier und ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich 2018 im Ringlock-Schuppen in Bielefeld gespielt habe. Und das war einer der Top 3 Konzerte der Tour. Wir hatten 28 Tourstops hier und es war ausverkauftes Haus und eine richtig geile Stimmung. Ich glaube, wir haben hier schon mal eine Show gespielt mit meinem Berlin Show Orchestra. Also das heißt, hier finden viele Events statt und ich finde das jedes Mal entertaining. Ja, wir haben einmal geladen und hatten ein sehr positives Ladeerlebnis, haben die maximale Ladeleistung abgerufen, 238 Kilowatt. Ich glaube, so eine Zahl wird heute kein anderes Auto, doch der Taycan könnte auch so schnell laden, kein anderes Auto sehen. Und wir hatten 13 angenehme Minuten an der Ladestation. Ja, wir sind jetzt hier in Bielefeld angekommen, bisher wirklich positiv überrascht, gerade vom Ladeerlebnis mit 260 kW. Es ging wirklich ruckzuck und haben leider ein bisschen viel Zeit verloren in einem Stau bei Hannover, aber ansonsten bisher sehr positives Erlebnis und macht Spaß. Also die ersten 350 Kilometer einfach problemlos, ein ganz kleiner Stau, aber das kommt halt auf der Autobahn mal vor. Ladesituation auf der Autobahn völlig in Ordnung. Allerdings hatten wir beim zweiten Laden tatsächlich das Problem, eine Ionity war noch frei. Und die wollte nicht so wie wir, aber dann hat es letztendlich auch funktioniert. Alles gut, wunderbar, gut motiviert. Also die ersten 400 Kilometer liefen total gut. Wir sind super gut durchgekommen. Wir haben 2 Ladestopps gemacht zwischendurch, um das Auto nochmal aufzutanken. Wir sind schnell gefahren, schnell geladen. Ich glaube, nicht ganz so schnell gefahren und geladen, wie wir das uns gewünscht hätten, weil es gibt hier schon, wie wir jetzt gesehen haben, einige Mitfahrer. Wir haben gleich den dritten Ladestopp vor uns und wir haben die Strategie so gewählt, dass wir halt lieber mehr Ladestopps machen, dafür nur bis 50% circa laden, weil da die Ladesäule noch mehr Leistung in das Auto reinbringt und wir dadurch halt einfach effizienter vorankommen. Für beste Stromversorgung sorgte übrigens während der kompletten Tour Shell Recharge. Die Hamburger bauen an zahlreichen Tankstellen Ladeinfrastruktur mit modernster Technik auf. Eine ideale Kombination, denn so kann man während des Ladens bequem den Shop nutzen. Während die elektrischen Fahrzeuge in Bielefeld einen Ladestopp einlegten, fuhr Isolde mit ihrem mit Wasserstoff betriebenen Mirai ein paar Kilometer weiter zur H2 Mobility Wasserstofftankstelle in Reda-Wiedenbrück. So, Alex, ich bin mal gespannt. Das ist meine erste Wasserstoffbetankung. Du hast schon mal die Karte reingesteckt? Dann Zapfhahn nehmen und gleichmäßig gerade draufsetzen. Da drauf setzen und drücken, oder? Ganz reindrücken, so. Und jetzt unten verriegeln. Ist er verriegelt? Hat er verriegelt? Ja. Richtig zudrücken? Ja, perfekt. So einfach ist es, ist ja unglaublich. Ist ja wie im normalen Leben. Es gibt ja in ganz Deutschland einen Einheitspreis, der ist 9,50 Euro. Und die Betankung findet jetzt zwischen 600 und 700 Bar statt. Heute Morgen, wo ich so gestartet bin, haben wir gedacht, 1000 Kilometer. Das erinnert mich an die Rallye Monte Carlo. Da mussten wir auch früher, gab es noch die Sternfahrt, von Bad Homburg bis nach Monte Carlo fahren. Das waren auch immer 1000 Kilometer, aber im Rallye-Auto. Da waren wir natürlich lang unterwegs. Und irgendwie hat mich das zurückerinnert, wenn wir auch jetzt mit Mirai eine andere Taktik haben.
Die letzte Etappe unseres Marathons stand an. Was sagen die Teilnehmer eigentlich über ihre Fahrzeuge? Der Opel Mokka gefällt mir außergewöhnlich gut. Es fährt sich wirklich wie Butter hier. Es macht wahnsinnigen Spaß. Und er hat eben so technische Geschichten, an denen auch eine Laien wie ich sehr gut sehen kann, wie sie verbraucht, wie sie effizienter sein kann und so. Also das ist richtig cool. Das ist richtig cool. Das Schöne an dem Auto ist, du fährst, egal in welchem Geschwindigkeitsbereich, zwischen 150 und 230 und man ist wirklich tiefenentspannt im Auto und das macht es natürlich dann angenehm. Der Komfort ist überragend. Gleichzeitig kann man es auch auf Sport Plus umstellen und hat dann eine straffere Dämpferabstimmung, die dementsprechend sportiv und auch nochmal deutlich besser um die Ecken geht. Genau, also das ist für mich eigentlich so der größte Vorteil an dem Auto, dass man zu Hause laden kann. Also zu Hause eine Wallbox im Carport oder eine Tiefgarage. Ich habe in München eine Tiefgarage und in Lübeck eine Wallbox im Carport. Und das ist natürlich geil, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst, steckst den Wagen abends an und der lädt über Nacht und du fährst immer mit vollgeladenem Auto los. Und ich finde, der Autonormalverbraucher fährt ja nicht mehr als 300 Kilometer am Tag zur Arbeit und zurück. Und da musst du nie wieder irgendeine Ladesäule anfahren, weil du immer über Nacht in deinem eigenen Eigenheim laden kannst. Also wer keinen längeren Arbeitsweg als 300-400 Kilometer hat am Tag, ich glaube, für den ist das der absolute Gewinn. Andernorts wieder die nächsten Ladestopps. Welche Strategie ging bisher am besten auf? Wir fühlen uns aber großartig! Ja. Mega! Ja, wir haben jetzt hier den vierten Ladestopp und ich muss sagen, es läuft für uns wirklich toll. Wir sind also zwar nicht als erstes Team gestartet, aber trotzdem haben wir dann ja irgendwo ein paar Stops überholt. Und es funktioniert wirklich klasse, einwandfrei. Also ihr wollt Probleme, das sind Probleme. Wir kriegen kommen wir schon hin. Nee, kannst du drücken, bis du schwarz wirst. Stopp nicht. Mach mal im Auto. Ich halte meinen Schlüssel. Ja, hab ich ja schon. So, unser letzter Ladestopp vor München. Wir fahren jetzt weiter und haben in 20 Minuten auf 80% geladen. Auto lädt immer noch mit knapp 90 kW. Und weiter geht der letzte Teil der Reise. Unser Ziel, die neue Motor World in München, die wir jedem Automobilfan ausdrücklich ans Herz legen können, lag abends endlich in Reichweite. Doch wie wird das Fazit ausfallen? Welches Team hatte die beste Strategie? Nee, eigentlich sehr entspannt. Der Verkehr war relativ intensiv, von daher die wirkliche Fahrfreude ist nicht aufgekommen, aber es war sehr entspannt, die Fahrt für mich. Und tolles Erlebnis, mal Langstrecke mit so einem Auto zu fahren. Und das Ladeerlebnis hat mich wirklich überzeugt. Es ging deutlich schneller, als ich erwartet hätte. Also wir haben von vornherein geplant, dass wir viermal stoppen wollen. Und wir haben immer gesagt, wir halten maximal für 20 Minuten zum Laden an und fahren dann entsprechend bis zur nächsten Ladesäule, die wir erreichen können. Und damit hatten wir eine gute Strategie, dass wir hier als Erste ankommen würden. Damit haben wir nicht gerechnet, weil wir haben zweimal fett im Stau gestanden. Wo wir wissen, dass andere drumherum gefahren sind, haben wir uns fälschlicherweise dazu entschieden, im Stau stehen zu bleiben. Das war ein Fehler, aber trotzdem hat es am Ende gereicht und wir sind als Erste angekommen, obwohl wir als Vorletzte losgefahren sind heute Morgen. Von daher, tolles Ergebnis. Wir hatten unheimlich viel Stress an den Ladestationen. Ja, 14, 15, 16 Minuten laden. Da musst du rennen aufs Klo mit diesem Auto. Ja. Ladestrategie ist gut aufgegangen, wir hatten genug Reserve unterwegs, hat alles super funktioniert, wir hatten keinen Stau an den Ladestationen und so kann das auch im Alltag gut funktionieren. War entspannt. Seid ihr kaputt? Nö, es geht. Also wir meinten beide, wo wir nach München reingefahren sind, das war die entspannteste Autofahrt bisher. So mit den Ladepausen, das geht total. Also ich persönlich habe es mir schlimmer vorgestellt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ach, richtig entspannt. Also 12 Stunden haben wir jetzt ungefähr, oder 12,5 Stunden. Also ja, hat Spaß gemacht, war toll. Ich könnte noch weiterfahren. 1000 Kilometer. In München sind wir schon, jetzt fahren wir noch gleich weiter Österreich, Italien. 1000 Kilometer elektrisch ist ganz einfach. Also man muss einfach ein bisschen planen, effizient fahren. Man kann aber auch laufen lassen. Also man ist nicht langsam unterwegs, man ist einfach im Verkehrsfluss mit und dann perfekt rein elektrisch damit hier unten nach München zu kommen. Man merkt die 13 Stunden jetzt im Auto schon, aber es war total cool, es hat Spaß gemacht. Ja, also es war eigentlich recht angenehm, aber lange. Oh mein Gott, wir haben so lange gebraucht, scheiße. Also ich habe mit einer besseren Zeit gehofft, aber der war mir zu lange in Stopps an der Raststätte. Ja, dass die Autos das können, das war mir vorher schon klar. Ja, das ist aber die Technik drumherum.
Die muss es einfach besser geben demnächst. Ich bin ja im relativ preiswerten Elektrofahrzeug unterwegs gewesen, jetzt im Vergleich zum Taycan, der das teuerste Auto war. Und dafür, es war super. Sitze super, es war schön ruhig, bis dahin gegeiert, das war alles entspannt. Nee, mir geht's gut. Aber 1.000 Meter war auch 2.000, 3.000. Man kann natürlich alles fahren, wenn man sich einen kleinen Plan macht und genügend schneller Station fährt. Wir hatten einen längeren Aufenthalt, da war es halt gerade besonders schönes Wetter und da saß man auch ein bisschen in der Sonne. Also das war eigentlich herrlich, also wenn das Wetter schön ist, es war auch, also wie ich heute gelernt habe, die Temperatur ja perfekt für die Batterie, also dadurch konnte es auch so schnell und gut aufladen. Und ja, also das war alles in allem, war es wirklich ein toller Tag. Und ich habe sogar bei einer Ladestation, ich glaube bei der dritten, habe ich einen kleinen Powernap gemacht. Da habe ich so eine halbe Stunde, ich war essen, trinken, alles so fliegen, da habe ich okay, kurz jetzt nach hinten, halbe Stunde gepennt, Wecker gestellt, weitergefahren. Es ist geschafft. Nachdem alle Teams glücklich am Ziel angelangt sind, wurde der erfolgreiche Abschluss des Marathons gemeinsam in München im Restaurant Wacker gefeiert und alle Beteiligten waren sich einig. Dem elektrifizierten Fahren gehört die Zukunft. Und bereits heute schafften alle teilnehmenden Fahrzeuge die Strecke von 1.000 Kilometern, unabhängig von Preis oder Leistung.